Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf meinem Kanal. Aber bevor es losgeht, habe ich noch eine Überraschung für euch und die kommt jetzt. Ja, ich habe jetzt auch endlich ein Intro. Dafür kann man sich auf jeden Fall bei Redeflop bedanken. Das ist auch ein YouTuber, der hat das für mich gemacht. Könnt auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbeigucken. Der macht so Minecraft-Zeugs und sowas. Ist cool auf jeden Fall. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken. So, und jetzt starten wir hier. Erstmal mit dem Training. Heute ist das Spiel gegen Hertha dran, genau. Das sollte mal wieder ein Sieg werden. Wir haben bis jetzt erst einen Sieg. Zwar noch keine Niederlage, das ist natürlich gut. Aber auch erst einen Sieg. Wäre cool, wenn wir jetzt hier den zweiten einfahren würden. Und, ja. Genau. Aber erstmal trainieren wir die ganzen hier. Gucken, was da drumherum kommt. Kostic kriegt eine A. Oh. Er erreicht so knapp vor der 79 da, der Kostic. Alle anderen C oder D. Mittelmäßig. Nachrichten lesen wir mal ganz kurz. Nichts Wichtiges dabei. Und jetzt ist das Spiel gegen Hertha. Genau. Die sind ähnlich wie wir gestartet. Haben einen Punkt weniger als wir. 3 Punkte aus 3 Spielen. Nicht besonders gut eigentlich, aber es geht. So, und dann spielen wir das Spiel. Wir spielen auswärts, deswegen nehmen wir auch das Auswärtstrikot. Und es wird regnen, okay? Regen im Olympiastadion in Berlin. Mal gespannt, wie das wird. So, es geht los. Da sieht man das wunderschöne Stadion, das Olympiastadion in Berlin. Da sieht man die Mannschaften, grüßen sich da und die Schiedsrichter auch. Und wer hat Anstoß? Berlin hat Anstoß, okay. Das heißt, wir müssen jetzt direkt von Anfang an Druck machen. Versuchen direkt schnell ein Tor zu schießen und dann nochmal nachzulegen, damit das ein guter Spieltag hier wird. Cool wäre natürlich auch mal so ein Spiel... Foul, anscheinend. Abseits, okay. Cool wäre auch mal so ein Spiel, wo man nicht nur so ganz knapp in der letzten Minute dann nochmal ein Tor irgendwie hinstochert, sondern mal so ein deutliches Spiel gewinnen. Das wäre cool. Klein. Klein auf Ginzek. Kommt nicht an, der Ball. Oh, die spielen das gut aus. Darida, so heißt er, genau. Ich merke, irgendwas passt da nicht. Darida. Okay, Lengerek jetzt auf Maxim. Der versucht Kostic zu schicken. Pekarik ist direkt da. Seredi greift an. Okay, macht das gut. Ginzek. Auch gut gemacht. Ah, der Pass kommt nicht durch. Schade. Wäre richtig gut geworden, glaube ich. Maxim sehr gut den Ball erkämpft. Zieht da zurück. Foul, oder? Ne, gibt keinen Foul. Zurück zum Torwart, Thomas Kraft. Oh, knapp. Jetzt sollte da Harnik mal drauf gehen. Okay, Ben Hatira hat den Ball. Langkamp, Plattenhardt, macht einen Seitenwechsel auf Pekarek. Der macht einen Fehlpass auf Ginzek. Maxim. Boah, der war auch gut gekommen, glaube ich. Der Pass wäre richtig gut. Wenn da nicht ein Fuß dazwischen wäre, könnte das ein Tor gewesen sein. Okay, der nächste Fehlpass von Hertha. Auch die haben nicht so eine gute Passquote, habe ich das Gefühl. Insua spielt den ganz weit auf Klein. Klein, immer noch Klein auf Maxim. Macht das sehr, sehr stark. Schießt einfach mal knapp daneben, okay. Das wäre richtig schön geworden. Langen Abstoß. Gewinnen da nicht das Kopfballduell. Seredi kann sich den Ball da auch nicht holen.
Aber den kann er sich holen, macht er gut. Kostic. Kostic. Seredi läuft einfach in den Mann rein. Insua macht das gut. Gentner. Gentner sieht Ginzek starten. Okay, der war zu spitz, der Pass. Schade, schade. 25 Minuten, es steht noch immer 0:0. Getway gewinnt das Kopfballduell und es gibt einen Freistoß für uns, okay. Gentner schießt ihn, beziehungsweise wir machen so eine Variante auf Insua. Gentner wieder, okay, okay. Auf Maxim. Der sieht da unten Gentner. Nein! Der Schuss kommt da viel zu schwach. Wird da wahrscheinlich irgendwie abgeblockt oder so. Verlieren wir wieder das Kopfballduell. Holen uns den Ball da, aber wieder sehr gut gemacht von Harnik. Harnik kommt nicht vorbei an Brooks, okay. Gentner macht das sehr, sehr stark in Sua. Wieder auf Gentner. Ginzek, 1:0. Sehr gut. Ja, Ginzek macht das erste Tor in der Bundesliga für ihn, glaube ich, in dieser Saison. Ich denke schon. 1:0 für den VfB Stuttgart. Insua passt drüber auf Gentner. Gentner macht eigentlich schon fast einen Fehlpass. Gut, dass da jemand in der Abwehr da schwächelt. So kann Ginzek sich den da doch holen. Und macht ihn rein. 1:0 für Stuttgart hier im Olympiastadion in Berlin. Das ist gut. Harnik greift mal vorne an. Auf Plattenhardt geht er drauf. Ginzek. Jetzt am besten direkt noch eins schießen. Damit das nicht so eine große Gefahr ist, dass man da eins kassiert. Auch für das Selbstvertrauen wäre das mal gut, wenn man einen Sieg mal ein bisschen höher einfahren kann. Jedwey macht das gut. Kann den Ball da sogar noch vor der Ecke klären. So gibt es nur einen Wurf. Die Flanke kommt nicht schlecht. Langerack ist aber da. Gentner. Direkt weiter auf Maxim. Der sieht da Kostic. Zieht mal zurück. Spielt wieder auf Maxim. Ah, klasse gedacht eigentlich. Harnik greift da plattenhart an. Der macht einen schönen Seitenwechsel. Kostic kommt da nicht hin. Seredi auch nicht. Gentner kommt auch zu spät. Aber Ginzek kann sich den Ball holen. Macht das gut. Ah, wir haben ihn noch immer, den Ball. Gut gedacht von Seredi. Der Ball kommt sogar fast an. Es gibt jetzt Einwurf für Hertha, glaube ich. Ja, genau. Okay, die hauen den Ball direkt wieder ins Aus. Jetzt gibt es Einwurf für uns. Kein Spieler von uns bietet sich da irgendwie an. Und was macht Kostic? Hätte den Ball einfach nur ins Ausgehen lassen müssen. So gibt es nur Abstoß. Und Halbzeit ist, denke ich, jetzt. Wenn der Schiedsrichter jetzt abpfeift. Ja, so. Jetzt ist Halbzeit. Wir führen mit 1:0 in Berlin durch das Tor von Ginzek. Geht jetzt aber noch weiter. Kostic auf Maxim. Auf Harnik. Wieder Maxim. Seredi. Sieht nochmal Maxim. Und es gibt Elfmeter. Perfekt. Unsere Elfmeter schießt auch Ginzek. Das kennt ihr ja von uns. Und geht der rein? Ja. 2:0. Ginzek wieder. Das ist doch gut. Da führen wir 2:0. Das ist viel besser, als wenn man nur so eine knappe 1:0-Führung da hat. Guter Elfmeter, gut geschossen. Der Torwart ging zwar in die richtige Ecke, aber er war zu stark geschossen. Konnte der Torwart auch nichts machen. Gentner kommt zu spät. Okay. Gut, dass der Schuss da drüber geht. Sonst wäre das auch nochmal knapp geworden mit der Führung. Langerack haut den Ball da direkt einfach weg. Damit da nicht sowas passiert wie gegen Köln. Wir gewinnen das Kopfballduell sogar. Was ist denn hier los?
Hanik kommt nicht ganz dran. Nee, kommt nicht dran. Versucht da die Grätsche. Aber der Torwart spielt das ganz ruhig und ganz gelassen aus. Kostic. Insua kommt nicht dran mit der Grätsche. Jetzt geht Ginzek drauf. Hanik. Spekulieren hier ein bisschen so auf den Fehler von Berlin. Vielleicht irgendwann mal so ein Fehlpass oder so. Oder Seredi holt sich den Ball einfach. Gut gemacht. Kann ihn dann nicht spielen. Wir wechseln mal aus. Hanik kommt raus. Und die Baller kommt raus für den zweifachen Torschützen von uns, für Ginzek. Da holt er sich den Ball wieder. Ah, nicht ganz. Okay. Ah, ich dachte nicht, dass ich den Ball bekomme. Ich habe dann noch X gehalten. Seredi kommt nicht ganz hin. Klein auch nicht. Sunic jetzt muss davor. Macht das gut. Es gibt die Ecke. Oh, ja. Es gibt sogar Abschluss, okay. Und die Auswechslungen haben stattgefunden. Ah, der Kopfball kommt nicht ganz an. Insua geht da mal drauf. Ich glaube, das ist das Debüt für Guedes sogar. Oder hat der... Nee, der hat schon gespielt gegen Frankfurt. Oh, gut, dass der Kopfball von Julian Schieber da nicht perfekt kommt. Sonst wäre der drinne, glaube ich. Da hätte Lengere keine Chance gehabt. Aber wir verlieren wieder das Kopfballduell. Wir gewinnen einfach zu wenige Kopfballduelle. Oh, gut gemacht von Guedes. Hat er sich gut wiedergeholt. Macht dann aber auch so einen Fehlpass wieder. Was war das? Seredi kommt nicht hin. Die Flanke kommt schlecht. Lengrek hat ihn. Klein. Maxim. Insua. Nochmal auf Maxim. Der sieht da die Baller. Guter Ball auf Gentner. Ah, der wollte da oben Kostic schicken. Ah, kommt nicht an. Schlechter Ball. Guedes. Täuscht da mal an. Schießt drauf. Pfosten. Fast das erste Tor von Guedes. Wäre ein gutes Tor gewesen. Brooks macht da mal einen Ausflug nach vorne. Immer, also wieder Brooks. Gegen Gentner im Laufduell. Gentner macht das sehr, sehr stark mit seiner ganzen Klasse da. Maxim wird abgedrängt, aber es gibt den Freistoß. Jedwai schießt ihn. Versucht mal einen langen Pass da zu machen. Kommt sogar an. Ah, doch nicht. Die Baller greift an. Oh, kommt fast dran. Jetzt geht Guedes da drauf, macht das sehr, sehr stark. Und kommt die Baller dran? Nein, schade. Das war schlecht. Kraft schickt seine Leute da wieder nach vorne. Wollen natürlich das Tor noch schießen. Die Baller macht das gut. Maxim auf Kostic. Der zieht zurück. Und die Baller macht nicht sein erstes Bundesliga-Tor. Schade. Es gibt die Ecke. Kostic kommt rein. Die Flanke kommt nicht. Die Baller greift an. Der Ball wird eigentlich, dachte ich, weggekloppt, aber das war ein Pass, glaube ich, eher. Ah, kommen wir nicht ganz dran. Klein. Wir kommen nicht hin, bitte nicht kein Tor mehr kassieren, bitte kein Tor mehr kassieren. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Ein bisschen Glück ist in diesem Spiel auch dabei, aber ich denke, wir gewinnen das hier 2-0. Der Schiri wird jetzt abpfeifen.
oder? Wird er das nicht? Wird er... Oh, ich dachte schon. Nein. Abseits von Kostic. Sonst wäre das eigentlich gut ausgespielt. Jetzt pfeift er ab. Ja, so, wir gewinnen das Spiel gegen gegen Berlin. 2:0. Verdient, denke ich auch. Hat dann noch ein paar Chancen. Ist gut auf jeden Fall. Unser zweiter Sieg. Beide Tore hat Ginzek gemacht. Bayern gewinnt 5:1 gegen Augsburg. Okay. Nicht schlecht. Nachrichten von den Spielern. Sunic bedankt sich, dass er bei uns spielen darf. Gar kein Problem. Dann lassen wir die noch mal ein bisschen trainieren. Die Baller. Das macht er mal. Er hatte auch seine Chance da zu seinem ersten Bundesliga-Tor. Hat sie leider nicht genutzt. Guedes wird noch mal trainiert. So. Jedweil. Das hier. Und Kostic trainiert. Das hier. So. Simulieren wir das Training. Kostic kriegt eine B und steigt dadurch nicht ganz an. Insua ist knapp vor der 80. Kostic ist sehr, sehr knapp vor der 79. Und Jedwai ist auch relativ knapp vor seiner nächsten Stärke. Oh, das nächste Spiel wird gegen Schalke sein. Nationaltrainer-Offerte. Ich denke, gegen Paraguay. Also, Paraguay wollen wir nicht unbedingt trainieren. Okay, mehr ist da nicht. Das nächste Spiel wird spannend, auf jeden Fall. So, wir sind 8. Platz, haben aber ein Spiel weniger als alle anderen Mannschaften. Und wir haben eine relativ gute Tordifferenz, ist okay. Und, ja. Dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Und ciao!